bin voll bewaffnet. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Ja, wir gehen ja bald immer hin. So. Hier oben war noch einer auf jeden Fall. Da ist die Schatzhöhle, die wir noch nicht durch untersucht haben. Ah. Oh. Ein armer Bursche. Und sehr viel Zeug da drin. Was wertvoll scheint. Wurfpfeile. Geisterrüstung. Rennen wir mal kurz wieder hier hin und dann holen wir den Rest noch da raus. Und die letzten beiden drei Ankeck-Panzer. Die kann Minz nämlich auch noch mit sich rumschleppen. So. Inventar ist voll. Ich gebe mal ein paar Schleuderkugeln zu ihr. Das. Inventar ist immer noch voll. Ein Gegengift. Trank der Wolkenriesenstärke. So einen haben wir noch nicht. Jetzt haben wir aber einen. Und ein Magiewiderstandstrank. Das ist nice. So. Den lassen wir... Den. Der kommt zu Kalle. Der wird verkauft. Den Stab. Kettenhemd plus 1. Tut dich nicht überladen. Sehr schön. Den toten Jungen behalten wir auch mal. Das ist ein Dolch plus 1 wahrscheinlich. Ja. Den kannst du auch noch mit dir rumschleppen. Ein Feuerballstab. Nicht schlecht. So, jetzt kann Minsk den Rest noch einsacken. So. Einmal. Zwei. Den Rest von da oben noch. Und irgendwo lag noch ein Ankeck-Panzer. Genau, da. Ankeck-Panzer. Yay, und Minsk ist jetzt ziemlich voll bepackt. Aber dank dem Trank, den ich ja zum Glück aufgehoben habe, geht das ja. Wie viele Ankeck-Panzer sind das? 10. 5000 Goldmünzen. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so viel nichts leichter als das begegnet. So. Mit einem Quicksave. Gut. Rasen wir zu dem Bauernhof zurück. Und ich bin ja eigentlich gewillt, nach Berikos zu gehen und die Ankeck-Panzer. Oh. Muss das jetzt noch sein? Die Ankeck-Panzer dort einfach zu verkaufen. Aber ich glaube, so weit kann ich gar nicht reisen. Geld. Geld und Geld. Ihr Zeug, wohin ich schlagen soll, okay? Du hast ja noch Platz für... Ihr habt gerufen, was immer ihr braucht. Betäubungspfeile. Und das müssten Verletzungspfeile sein, wie Yahira sie mit sich rumschleppt, ja. Dann kommen die mal dahin. Und die können zurück zu dir. Oder auch nicht. Na doch gleich. So. Wir müssen dringend gucken, dass wir Stehbauf brauchen. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Es fällt mir schwer, ohne meinen Sohn zu gehen. Ich tue mein Bestes.
Was? Habt ihr meinen Sohn gefunden? Geht es ihm gut? Ich konnte euren Sohn nicht finden. Es tut mir leid, mein Herr. Nathan ist tot. Er kam um, als er den Hof gegen eine Horde seltsamer Bestien verteidigte. Nein, mein einziger Sohn. Er hat sein Leben für den Hof gelassen, aber ich bin zu alt zum Arbeiten und zu arm, um jemanden einzustellen. Ich habe ihn und das Land verloren. Wenigstens weiß ich jetzt, was passiert ist. Ich danke euch für eure Hilfe. Bitte lasst mich jetzt alleine. Okay, wir können mal kurz Tagebucheinträge rekapitulieren. Ich habe den Fischern von Berigos versprochen, ihnen dabei zu helfen, eine Priesterin von Ambali loszuwerden. Sie behaupten, sie hätte einige von ihnen angegriffen und getötet. Sie hält sich östlich der Brücke nach Baldur's Tor auf. Ich helfe der Waldläuferin Gerde bei ihrem Versuch, die Anki-Population auf den Ebenen südlich von Baldur's Tor unter Kontrolle zu bringen. Von meinem Standort an ihrer Seite aus kann ich sie ausschwärmen sehen. Sie dringen ungefähr 45 Meter links von uns an die Oberfläche. Gerde hat mich angewiesen, nicht mehr als 4 von ihnen zu töten. Es waren mittlerweile, glaube ich, 14. Mehr sogar, 40. Nördlich des freundlichen Arms bat mich ein Bauer namens Brumm, ihm bei der Suche nach seinem Sohn Nathan zu helfen. Er macht sich Sorgen, dass Räuber seinen Jungen überfallen haben. Ich werde westlich vom Hof eine Untersuche beginnen. Der Brunnen sagt, er habe seltsame Spuren gefunden, die in diese Richtung führen. Wir haben Brunnen die Leiche seines Sohnes gebracht. Er wirkte ziemlich mitgenommen. Vielleicht können wir noch mehr für ihn tun, aber ich weiß nicht was. Nichts leichter als das. Es wird mir schwer, ohne meinen Sohn zu gehen. Was bleibt mir anderes übrig? Brunnen, wir haben alles, was wir brauchen, ja? Würdet ihr uns einen Gefallen erweisen, wenn ihr uns das überzüssige Zeug abnehmt? Es ist eine Last für uns, es zu tragen. Naja, wenn es euch Mühe macht, ihn mit euch rumzuschleppen, dann könnte ich ihn schon für euch aufbewahren. Ich danke euch, Fremde. Solche Leute wie oft euch trifft man nicht oft. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Es fällt mir schwer, ohne meinen Sohn zu gehen. Wir gaben dem Bauer Brunnen ein wenig Gold. Es sollte aber nicht wie Almosen aussehen. Brunnen ist nämlich sehr stolz. Ja. Ja, gut. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Minsk, sag nochmal die hier ein. Nein, was nicht die, nicht du, sondern Minsk. Die können wir nämlich auch noch tragen. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Unser Anführer könnte vielleicht helfen. So. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch ein Behältnis, wo wir sie lagern können. Wenn es sein muss, müssen wir sie halt bei Brunnen im Haus lagern. Kameradschaft, Abenteuer und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legende sind nicht wahr, Bo. Wenn es zu weit ist nach Berigost. Berigost sind? Hey, das sind 20 Stunden, das könnten wir hinkriegen. Okay. Also ein kurzer Abstecher nach Berigost. Nichts leichter als das. Dumm, dumm, dumm. Dann müssen wir hier rund. Ne, halt, da ist der windige Schwindler. Wir müssen hierher. Jo. Was haben wir denn noch eigentlich alles? Wir haben die Verletzungspfeile, Edelsteine. Das ganze Zeug hier können wir verkaufen. Wir haben sehr viele Ankeckpanzer, die wir zu Geld machen können. Jetzt schnell. Auf die Schnelle. Wir haben viel zu viel Zauberstäbe und Tränke. Ja, Stab der Furcht, Stab der Blitze. Stab der Blitze könnte uns nachher Dullachs Turm helfen. Wobei das ein ziemlich gefährlicher Zauberstab ist, womit ich nicht mal weiß, wie oft ich ihn benutzen werde. So. Wer will ich mich voll bewaffnet? Jetzt müssen wir eine Sache machen, die etwas komisch ist. Nämlich Minsk hier reinschicken. Für einen guten Zweck. Und ihn erstmal alle Ankeckpanzer auf den Boden werfen lassen. So.
So. Bis auf einen. Obwohl erstmal alle. Sicher ist sicher. Quick Save. Mal machen. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen. Hübsches Zeug, was ihr da habt. Gutes Material. Ankeck, wenn ich mich nicht irre. So was habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber wenn ich mich recht erinnere, kann man sich daraus eine schöne Rüstung machen. Wenn man es geschickt anstellt, ist es genauso gut wie echte Panzerplatten und dafür nur halb so schwer. Solltet ihr euch davon trennen wollen, würde ich euch 500 Goldmünzen springen lassen. Mehr ist bei der momentanen Geschäftslage nicht drin. Wir haben alle unter der Eisenknappheit zu leiden. Ihr habt soeben ein Stück Ankeck erworben, mein Herr. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ah, daraus lässt sich eine wunderschöne Rüstung für... Daraus lässt sich eine vollständige Rüstung für einen Gouverneur oder ein noch höheres Tier machen. Es war in einiger Weise außergewöhnliche Materialien zu schätzen und schaut nicht nach dem, auf den Preis. Mit einem 10-Tag Arbeit komme ich da auf knappe 20.000 Goldmünzen. Am Ende überstehe ich die Eisenknappheit vielleicht ja doch noch. So, Tagebuch aktualisiert. Heute habe ich den Ankeck-Panzer für Goldmünzen verkauft. Das ist ein Vermögen. So, jetzt ist der Ankeck-Panzer aus Talisas Inventar natürlich weg. Obwohl Talisa nicht im Raum ist. Kleiner Bug, aber das geht. Nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, so. Was ihr wollt. Und das Spielchen wiederholen wir jetzt so lange, bis wir nur noch einen Ankeck-Panzer haben. Ja. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr noch kann ich alles machen, was ihr wollt. Noch ein Ankeck. Bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Noch ein Ankeck. Nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Der hat bald so viele Ankeck-Panzer, dass er Baldurs Tor damit eindecken kann. Mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. So, es werden langsam weniger. Mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. So. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. So. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. So. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Und noch einen. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr so. Kann ich alles machen, was ihr wollt. Ja, gleich mal von... Oh, so um die 8000. So, jetzt der letzte. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Jetzt müssen wir sagen, kaum ein annehmbarer Preis für die Schwierigkeiten, die ich bei Beschaffung hatte. Verdoppelt euer Angebot und betrachtet die Sache als erledigt. Moment mal, so knapp ist das Eisen auch wieder nicht. Unter 500 Goldmünzen rück ich's nicht raus, keine Diskussion. Da muss ich es verlassen. Macht damit, was ihr wollt. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Nee, da müssen wir das erste nehmen. Was für eine Schande. Das würde jetzt ziemlich was einbringen, wenn ihr mal es verarbeitet. Wie wär's damit? Für 4000 Goldmünzen mache ich euch einen Harnisch daraus. Das ist die Hälfte von dem, was ich normalerweise für solch eine ausgefallene Arbeit verlange. Aber wie gesagt, das Geschäft geht zurzeit nicht so gut. Ein anständiger Preis für ein Werk von Therum Donnerhammer. 4000 Goldmünzen sind's. Ein weiser Entschluss. Die Verarbeitung wird eine Weile dauern, aber in Kürze wird die schönste Rüstung von ganz Berikost, wenn euch sogar von der ganzen Schwertküste, euer sein. Kommt in einem 10-Tag wieder und ihr könnt sie abholen. Theon Donnerhammer hat angeboten, mir den Ankeck-Panzer für 500 Goldmünzen abzukaufen. Ich habe nur einen 10-Tag Bedenkzeit, danach geht der Panzer kaputt. Das haben wir jetzt gemacht. Okay, und er fertigt uns einen Panzer an. Das dauert einen 10-Tag. Das heißt, wir müssen bei über 100 Tagen können wir erst wiederkommen. So, Minz, du gibst mal die hier wieder an Khalid ab. Nimmst dafür das Ding hier. Und jetzt gehen wir alle nochmal zusammen rein und verkaufen das Zeug, was wir nicht brauchen. Das steht ja auch noch auf der Liste.
Also wir haben jetzt ungefähr 8000 Goldmünzen gemacht. Weil Minsk Ding war fast voll. Also 5000 haben wir auf jeden Fall gemacht, weil 10 Stück. Ich glaube nochmal 3. Naja, okay, 6500.